Irgendwo im Wohnzimmer. Irgendwo im Wohnzimmer. Gehen wir jetzt erstmal durchs Esszimmer. Gehen wir jetzt erstmal. Oh Gott, ey. Was steht da auf den... was zum Henker? Da ist auch wieder eine Notiz. Ja, da sitzt jemand. Wohlzumachen kommt dieses Ding her. Ja, da ist auch noch was. Hilf uns, rette uns, wir sind verloren. Gefangen, sein Verlangen unterworfen. Hilf uns, hier rauszukommen. Befreie uns. Ja, ich würd's gern. Oh oh. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt hier da. Können wir jetzt, ins Wohnzimmer? Ja, wir kommen ins Wohnzimmer. Der Kamin läuft. Mann, hat eine von den antiken Sorgen. Oh mein Gott, das sind Erstausgaben von Hauser's Roman. Hm. Was für einen Sinn hat es hier gehabt, den Kamin anzumachen? Müssen wir uns stellen? Müssen wir da rein? Aha. Ja, alles nur Bücher, ne? Tja. Wir werden wohl, oder übel, die Tür da aufmachen müssen. Mir fällt jetzt nichts mehr anders ein. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Sophie! What the hell? Sophie! Are you all right? Sophie! Ich kann ihm nicht mehr helfen. Ja. Tut mir leid. Sophie. Geh mal hin. Daniel, where are you? Wo bist du? Okay. Come with me. Komm mit mir. Ich hol dir raus, Sophie. Sophie? Hörst du mich? Hey, do you hear me? Duftkern. Wie hat immer gesagt, dass der Duft dieser Kerzen sie beruhigt, ihr Gefühl von Sicherheit gibt. What? Hat mir Kerzen gegeben? Aha, auch Kerzen oder was? Verrückt. Okay, wir benutzen hier einfach mal. Okay. Geh da rein. So. Nun, da sind wir mit unserer letzten Spielfigur. Ich hoffe, wir... Jetzt müssen wir übervorsichtig sein und ich hoffe, dass wir es jetzt endlich zu Ende bringen.
Und wir gehen rein, ne? Genau. Why is the door open? Warum ist die Tür offen? Ja, du, weiß ich nicht. So, wo sind wir gestorben? Wir sind quasi im Esszimmer. Ja, genau, im Esszimmer liegt es. Gottes Willen. Ja. Gut, dann hebt mal alles auf. Was hat diese Tasche hier zu suchen? Okay. Geht nochmal hoch. Geht nochmal in das Puppenzimmer. Mann, Mann, Mann. Los geht's, mein Bruder. Und wir gehen hier rein. Oh mein Gott. Da war ein Kind. Das lief dann darüber. Die Puppen sind alle an der Stelle. Okay. Ich wollte noch mal gucken gehen, ob was irgendwas... Da lief ein Kind lang. Ja, da sollten wir doch mal nachgehen, ne? Oh, Mann. Wieso bin ich wieder so nervös? Macht mich komplett nervös. Wo ist der Junge hingerannt? Der ist hier irgendwo. Der Junge ist hier. Oh Gott. Was zur Hölle? Es ist Mutter Gottes, was für ein schreckliches Ding. Ein altes Papier, da sind vier Stücke zerteilt. Na ja. Hilf uns, rette uns, wir sind verloren, gefangen sein, verlangen, unterworfen. Hilf uns, hier herauszukommen, befreie uns, wirf das Dunkle ins Feuer. Wirf das Dunkle ins Feuer. Wirf das Dunkle ins Feuer. Feuer. Wirf das Dunkle ins Feuer. Wirf das Dunkle ins Feuer. Na ja, gut. Wenn zu den Tisch passen, das ist aber sehr schön. So, wir gehen nochmal raus, bisschen frische Luft schnappen, ne? Da wird es ein bisschen friedlicher. Auch er möchte nicht da hoch. Nun gut, gehen wir wieder rein. Frische Luft haben wir geschnappt. Wollen wir gleich überschnappen. Oh mein Gott. Father, who art in heaven? Okay. Oh mein Gott. Spielzimmer ist ein Puzzle? Moment mal, ich guck genau auf... Von der Wand kam es, ne? Das ist das Spielzimmer. Wir gehen ins Spielzimmer. Hören, hören, hören.
Es ist ruhig. Liegt eigentlich der Vogel noch? Es muss aufgehört haben zu laufen, ja. Blöder Vogel. Mhm. Ist aber nicht nett. Wenn wir jetzt hier rauskommen. Ja. Ey, ich bin schon wieder übernervös, ne? Wir müssen ins Spielzimmer. Ja. Wir müssen ins Spielzimmer. Hier nicht, hier ging es im Dachboden. Wie die Lampe, ne? Okay. Was? Ich kann... Wirf das Dunkle ins Feuer. Ist es die... Der Kamin. Der Kamin. Wir müssen irgendwas am Kamin verbrennen. Und ist es etwa diese Puppe? Mhm. Stimmt, ich nehme sie mit. Okay. Hältst du... Ich verwette meinen Arsch darauf, dass jetzt das Böse hinter uns her ist. Oh Gott, ey. Okay, hier haben wir ja was zum Verstecken, ne? Durchatmen. Alles ist gut. Alles ist gut. Da hängt das Gemälde. Uno momento. Spielzimmer ist... Na! 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 Da im Himmel! Okay... Kommen wir hier rein? Okay... Und jetzt verbrennen wir. Verbrennen es. Und jetzt verbrennen wir es. Es ist richtig. Es... Burn in hell, Demon. Schmoren der Hölle, Dämon. Von der Finsterpuppe ist nichts als Asche übrig. Okay. Es ist jetzt ruhig. Es ist jetzt ruhiger geworden im Haus. Ich möchte, bevor wir jetzt in die Küche gehen, möchte ich einmal sehen, ob wir waren ja in Julias Kinderzimmer. Kommen wir jetzt in die andere, wo die ganzen Geräusche waren? Ist dieses Zimmer jetzt frei begehbar? Wir könnten mir folgen, ne? Also die Lampe fällt sich jetzt ganz normal. Na, da verlackert sie doch wieder. Hier war das Safe-Rumchen, ne? Ihr wisst genau, was ich meine. Ist immer noch... Okay. Nein, wir gehen da nicht rein. Sie scheint dennoch zu weinen. Das ist keine gute Idee. Gut, dann gehen wir jetzt in die Küche. Aber es ist total ruhig geworden, seitdem die Puppe verbrannt ist. Hört mal. Also ich weiß nicht, warum jedes Mal das Licht da spinnt. Uiuiui.
die Figur noch hier? Die Figur ist weg. Okay. Wir können rein. Die Tür. Da ist die Tür. Nein, sie sollte nicht da sein. Okay, wir widmen uns erstmal wieder den Gegenständen. Vivaldi, ich habe schon lange kein Stück mehr von ihm gehört. Ja, hübsch. Ein solches Durcheinander in diesem Haus ist... Ich frage mich, wonach sie diese Zeitung gesucht haben. Die haben die Zeitung durchsucht. Herr Sebastian bringt gerne... Ja, okay. Ja. Das war schon immer hier eine Ritterrüstung. Ich denke mal, beginnt da rein. Entweder ich gehe hier im Ofen oder ich hab's geschafft. Abgeschlossen. Das war ein Albtraum. Ja, du hast doch den Schlüssel, mein Guter. So, dann gehen wir mal da rein, ja. Oh, was? Ach du Scheiße. Wir gehen da jetzt runter. Was haben die hier an die Wand gekritzelt, ey? Haben wir Bock, da runter zu gehen? Wir gehen rein und bringen es jetzt zu Ende. Beschütz mich, wo bin ich? Wo bist du? Wo sind wir? Bei Kreuze. What is this place? How did I get here? Na, durch die Tür, Junge. Du bist ja gerade durch die Tür gelaufen. Mutter Gottes, was ist das? Wo bin ich? Überall Türen. Geht keiner auf. Aha. Lauschen können wir nicht. Wir gehen hindurch. Jesus Christ. Oh Gott. Help. I need help. Ernsthaft, da ist doch niemand. Wonach rufst du hier? They finally found me. I was feverish, dehydrated and terrified. But alive. I don't remember much about the ride to the hospital, but I did mumble a few questions about the music box. I had heard it. The endless, grim song it played wouldn't stop hammering in my brain. I would even swear I had seen it there on the table, on the other side of the mirror. No. No. Impossible. Was no box. It was just a hallucination, a mirage. I needed to rest. That was all. Just rest. Fällt sich aber auch mehr. Oh oh. Und somit sind wir am Ende der Episode 1 von Song of Horror. Es hat mich wahnsinnig überzeugt von diesem Spiel. Ich kann es euch nur ein Herz legen. Kauft dieses Spiel. Es macht unheimlich viel. Ja, es macht sogar Spaß. Ja, Spaß. Ich hatte Spaß. Ehrlich doch. Und ich habe echt Bock auf Episode 2 und die gibt es aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in der Episode 1, so wie ich. Ja, ein paar Passagen haben sich ein bisschen gezogen. Ich habe manche Sachen nicht gleich gefunden, gerade mit dem Feuer. Warum ich das angemacht habe.
Hat mich überhaupt jetzt nicht. Hat mich schon getriggert, warum ich nicht drauf kam, aber am Ende hat mich dann der kleine Junge, der hat mich dann dort irgendwie auf das Klo geleitet. Und dann habe ich es einfach verbrannt und dann. Ja, geil. Wir haben die erste Episode durch. In diesem Sinne, ich bin euer Astal. Und bis zum nächsten Mal zur Episode 2 bei Song of Horror.